Ja, willkommen zum nächsten Inkscape Screencast Tutorial. Dieses Mal geht es um Lichtreflexe. Die sind eigentlich ganz einfach zu zeichnen. Wie das Ganze aussieht, kann man hier erkennen. Und wer das nochmal nachlesen möchte, der findet einen entsprechenden Eintrag bei mir im Blog, und zwar unter dieser URL. Und jetzt geht's erstmal los. Wir schieben uns das beiseite. Wenn wir helle Sachen malen, macht sich das natürlich auf einem hellen Grund, wie hier das Weiß, was eigentlich gar kein Weiß ist, relativ ungünstig. Deswegen schaffen wir uns einen dunklen Hintergrund. Das können wir machen, indem wir uns hier einfach so ein Viereck zeichnen würden und das nach ganz unten setzen mit der Endetaste. Oder wir können uns die Dokumenteneinstellungen hernehmen und hier ganz einfach auf Schwarz setzen. Dran denken, wenn wir das exportieren, wird das mit exportiert, also nachher wieder auf vollen Alpha-Kanal setzen. Aber zum Arbeiten ist das erstmal ganz gut. Wir können uns ruhig auch noch hier den Rand der Seite ausblenden lassen, brauchen wir eigentlich nicht. So, wir beginnen ganz einfach, indem wir uns einen Stern zeichnen mit dem entsprechenden Werkzeug. Kann ruhig ein bisschen größer sein. Den gehen wir hier über die Feineinstellungen einfach vierecken und dann gehen wir hier an die Anfasser des Objektes und schieben den inneren Anfasser nach innen, sodass die, dass die Strahlen des Sterns ziemlich klein werden. Wir können auch den äußeren noch nehmen und machen den Stern ein bisschen größer. So. Das war es eigentlich schon. Den drehen wir einfach mal. So. Jetzt gehen wir hier über die Objektfarbeinstellung und geben dem eine Unschärfe. Hier in dem Falle reicht wohl schon eine 2. Ja, eine 3. 3 reicht hier. Dann malen wir uns ganz einfach noch einen Kreis. Kontrolltaste mitdrücken, dass der Kreis rund wird. Den setzen wir einfach mal auf unseren Stern. Selektieren mit der Shift-Taste beide und richten den mittig aus. Den Kreis gleich drauf zu setzen hat eigentlich nur den Vorteil, dass wir, wenn wir jetzt in die Objekteinstellungen gehen, dass wir das sehen und dass wir hier, wenn wir hier die Unschärfe dem Kreis hinzugeben, dass wir sehen, wie es aussieht. Also bei mir hier in dem Fall 40 würde durchaus lang. So, und das wäre eigentlich schon unser Lichtreflex. Das Ganze noch gruppieren und dann können wir das entsprechend, wenn wir skaliert haben, entsprechend, entsprechend an unserem Objekt positionieren. Es gibt noch ein paar andere Varianten. Ich zeichne nochmal einen Stern. Davon machen wir uns einfach ein Duplikat. Drehen das entsprechend. Kleinern das. Auch hier hilft uns das Ausrichttool. Jetzt können wir das zu einem Pfad vereinigen. Auch dem geben wir einfach ein Blur. Auch hier noch ein Weiß dazu. Auch dem geben wir ein entsprechendes Blur. Ja. Der Fantasie sind hier einfach keine Grenzen gesetzt. Man könnte das auch mit 5 machen. Oder mit noch mehr Ecken. Ups, was ist denn hier?
Ja, also Lichtreflexe, eine ganz einfache, schnell gemachte Sache, die so mancher Grafik ein wenig Pep verleiht. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Screencast.